Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Alan Wake. Ja, während ich diesen Part hier aufnehme, beziehungsweise während ich diese Session jetzt aufnehme, wird gerade erst Part 25 hochgeladen. Das heißt, ich bin euch jetzt im Moment vier Parts voraus, aber das macht ja nichts. Ich bin zurzeit so besessen von diesem Spiel, dass ich nicht länger als einen Tag warten kann, um weiter zu zocken, da es wirklich so einen unglaublich großen Spaß macht. Wenn ihr meine Folgen bis jetzt verfolgt habt, werdet ihr vermutlich wissen, wo wir jetzt gerade sind. Wir wurden soeben von Sheriff Sarah Breaker mit ihrem Hubschrauber hier abgesetzt, in der Nähe des alten Lagerhauses, in der die Cynthia wohnt, die Dame des Lichts, von der wir in den letzten Parts gehört haben. Wir haben ja auf der Anderson Farm den Hinweis gefunden, dass sie diejenige ist, die uns helfen kann. Na dann gucken wir doch mal, inwiefern. Oh, und wir dürfen uns mal wieder gegen Mengenfehler durchsetzen. Jetzt wieder Kamikaze-mäßig hier angreifen. Wir haben nur zwei Batterien. Voll rein, aber ich möchte jetzt eigentlich keine Batterie für diese blöden Vögel hier verschwenden. Weil die lädt sich auch von alleine ein bisschen wieder auf die Taschen, wenn man eine Zeit lang wartet. So, ich weiß nicht, wie viele von diesen Dingern müssen wir jetzt kaputt leuchten, bevor es weitergeht. So, die sind wohl verschwunden, wie es ausschaut. Gucken wir uns hier mal ein bisschen um. Unendlich Revolvermunition. Okay. Und da haben wir den Revolver. Na, wieso hatten wir jetzt denn schon wieder keine ich Waffen mehr? Ich musste was mit der Kette tun, um die Tür zu öffnen. Welche Kette? Ah. Okay. Ja, ich würde fast behaupten. Was haben wir da? Können wir dich einfach anleuchten? Nein, kann ich drauf schießen. Ja, das hat doch was gebracht. Na dann. Ja, natürlich. Natürlich. Ausweichen, mein Freund. Komm. Das sind wir ausgewichen. Ja, wie viele denn noch? Sag mal. Fast schießen, aber jetzt ist er auch schon kaputt. So, kommst du auch noch dran. So, können wir da jetzt rein? Genau. Es war mir ja schon fast klar, dass wir dann währenddessen angegriffen werden, aber das war jetzt keine große Sache. So. Wie wär's denn mal wieder mit einer Thermosflasche oder ähnlichem? Hier haben wir zumindest die Schrotflinte und Batterien. Ne, die Pumpgun haben wir hier, alles klar. Behalten wir die. Oh, und Leuchtfackeln. Die kommen jetzt doch wie gerufen. So, da werden wir hier schon einiges mit einigem ausgerüstet. Dann gucken wir mal, wir scheinen hier hoch zu müssen. Also mal gucken, ob ich das Zocken heute wieder so lange hinbekomme wie gestern, da ich heute schon eine Menge Street Fighter 4 gezockt habe. Und deswegen ist mein Handgelenk schon etwas in Mitleidenschaft gezogen worden. Na komm, auf das Fass. Okay, wir haben das falsche Fass erwischt. Lungert sich noch einer rum, jetzt können wir mal wieder auf die Pistole gehen. Die hier seid ihr keine so dermaßen gefährlichen Gegner. Wow, dann nehmen wir doch einmal an, die Leute fangen sich hin. Na los,
Schuss kommt ja. Moment mal. Ja, das war jetzt aber ein ganzer Schwung, der hier auf uns gewartet hat. Hier habe ich doch vorhin noch... Ach so, das war nur ein Radio, okay. Und jetzt der neue Song einer Band, die mich immer an unsere lokalen Rocklegenden, die Old Gods, erinnert. Keine Ahnung wieso, ist wohl einfach so. Wie auch immer, hier sind die Poets of the Fall mit ihrer neuesten Single War. Ich dachte schon, die wollen jetzt was von unseren zwei Rocker-Freunden, von unseren zwei Rocker-Freunden aus den letzten Parts was vorspielen, aber dem ist wohl nicht so. So, Thermosflasche. Und ich nehme an, wir dürfen jetzt hier raus und ins Licht. Ja, sieht ganz danach aus. Dann machen wir das mal. So, heute habe ich auch dran gedacht, meinen Timer wieder anzuschalten. Damit wir heute wieder etwas... Na? Das Kraftwerk da leuchtete in der Nacht. Ganz nah. Aber ich musste noch einen Weg dorthin finden. Ja, Lady of the Light passt ja wie die Faust aufs Auge, wenn man sich das Kraftwerk so anschaut. Das verbraucht ja vermutlich den halben Strom der ganzen Stadt. Habe ich hier schon wieder jemanden heulen gehört. Da geht dann wahrscheinlich das Tor auf. Aber wir folgen erstmal der gelben Farbe hier. Da ist nämlich ein Pfeil. Da haben wir sie doch schon. Hat sie doch schon gelohnt. Und zwar gar kein weiter Weg. Eine Blendgranate und eine Leuchtfahne. Finde ich aufmerksam. Machen wir doch jetzt mal auf. Und ab dadurch. Hallihallo! Oh, das sieht mir ganz nach Strom aus. Können wir dich einfach kaputt schießen? Nein, und... Oh, wir haben... kaum noch Munition, sehe ich gerade. So, können wir das Ganze hier etwas umgehen? Oh, hier sieht es nach Munition aus. Was können wir hier machen? Ah, geht einfach das Licht an, alles klar. Schrotflinte und Revolver. Bleiben wir erstmal bei dem Revolver. Ist das jetzt hier so eine Art Labyrinth? Ausgebildet! Das werden wir alles nicht berühren dürfen. Geht's hier denn weiter? Ja. Wow. Ich wollte eigentlich nur ausweichen, aber jetzt haben wir ihn irgendwie so gekillt. Okay, wir haben ihn da wohl reingelockt. Auch nicht schlecht. Ah, jetzt sind wir hier, okay. Dann lesen wir wieder eine Runde. Wütend auf den Schriftsteller ging Cynthia allein durch das Wasserrohr. Dieser törichte Jüngling ging unnötige Risiken ein. Und wie er die Regeln brach. Begriff er nicht, was auf dem Spiel stand? Seit den schrecklichen Tagen in den 70ern hatte sie nicht einmal gezögert, so schwer es auch war. Sie war es müde, die Stadt all die Jahre zu beschützen. Sie wollte nur noch ruhen. Okay. Das lässt doch wieder auf Ereignisse in der Zukunft deuten. So, ist hier wer? Weil hier werden wir ausgerüstet. Oh, sehr schön. Mit einer Menge Munition und Batterien. So, können wir hier rein? Sieht nicht so aus, nein. Gut, weiter geht's. Hier ist vermutlich zu, aber ich nehme an, wir sollen dahin. Aber wir gehen nochmal zurück, weil da noch eine Thermosflasche steht. Die wir natürlich nicht einfach so liegen lassen werden. Okay, vergesst, was ich gesagt habe. Wir gehen doch hier hoch. Um an die Thermosflasche ranzukommen. Okay, von beiden Seiten. Dann würde ich sagen, du frisst das hier. Währenddessen macht ihm in die Hölle was. Ah, jetzt bist du auch wieder da. Verdammt.
keine große Herausforderung für uns. Jetzt aber. Danke sehr. Da oben steht ein Sessel mit einer Thermos. Mit einer Thermosseite, ganz genau. Sehr gut gemacht. Das habe ich mir wieder. So, dann müssen wir hier auch hoch, wie es aussieht. Können wir die Hebebühne hier irgendwie runterlassen oder kann der hier einfach. Ah, da unten. Und ab hoch. Sind das. Ah, das sind Dosen. Schade. Ich dachte gerade schon, das wären vielleicht Blendgranaten. Aber das wäre irgendwie zu freundlich gewesen. Die Geschichte, die ich in der Hütte verfasst hatte, war real geworden. Vom Dunkel berührt hatte ich eine Horrorgeschichte geschrieben, deren Ende noch fehlte. Die Geschichte war unvollständig und die letzte, unfertige Seite des Manuskripts war noch in der Schreibmaschine im Arbeitszimmer der Hütte. Wenn ich zurückkehren und sie lesen konnte, konnte ich mein eigenes Ende schreiben und Alice retten. Mhm. So, das heißt, darauf läuft es hinaus, dass wir wieder zurück in die Hütte müssen, um die Geschichte zu Ende zu schreiben. Na, das werden wir dann ja sehen, aber jetzt sieht es im Moment auf jeden Fall so aus, als wenn wir auf dem besten Weg zu Cynthia Weaver wären. Der guten Lady of the Light, wie es so schön hieß in dem Song. So, fliegt hier direkt wieder irgendein Laster auf uns zu? Nein. So. Aha, ich nehme an, wir können jetzt da rein und von da drin aus die Brücke zu drehen. Da steht eine Thermosflasche. Ich wusste, ich habe was glitzern sehen. Gut, dann gucken wir doch mal. Wow. Dieser Schockmoment hat gezündet, muss ich zugeben. Leuchtpistole und Revolvermunition. Wir bleiben allerdings bei der Shotgun. Die macht mir jetzt gerade so Spaß. Batterien. Leuchtpistolenmunition. Und nochmal. Na wunderbar. Dann drehen wir nochmal die Brücke. Ich gehe jetzt hier allerdings erst raus, wenn die Brücke gedreht ist, weil wenn wir da jetzt rausgehen, werden wir ohnehin direkt angegriffen. Na gucken wir mal. Oder sollen wir mal mit der. Ja komm, drei Schuss mit der Leuchtpistole, dann können wir sie einmal verwenden. Was geht jetzt vor sich? Oh. Ich weiß nicht, ob das so passieren sollte. Ah, ich verstehe schon. Okay. Das konnte ich nicht wissen. Tut mir leid, jetzt müssen wir eben noch mal kurz warten, bis es wieder da ist. Dann rüsten wir eben doch schon mal die Leuchtpistole aus. So, von hier werden wir anscheinend nicht angegriffen. So, knapp dafür. So, können wir hier füllen. Ah, füllen. Das ist aber nicht so toll. Bleiben wir natürlich beim Revolver. Ah, jetzt bleiben wir natürlich an dieser Seite. Wir machen das jetzt einfach so. Dann werden wir nicht behelligt. Und das Ganze nochmal. Und zwar jetzt. Ja, komm. Damit wir zumindest ungestört hier auf der anderen Seite kommen. Die Vögel sind auch schon wieder weg, seht ihr? Wir wollen den Schwarm abschütteln! Wir sind fast im Kraftwerk! Laufen Sie weiter! Sehr schön. Wir geben Unterstützung! Wir wollen natürlich uns erstmal alles holen, was hier glitzert. Und da haben wir nochmal die Pumpgun und eine Leuchtfackel. Oh, ein Night Springs oder wie? Night Springs, alles klar. Wollen wir davon Schmetterlinge zu sein, oder sind wir? Gut. Gehen wir natürlich wieder auf die Leuchtpistole. Jetzt haben wir drei Schüsse dafür, dann werden wir die aufbraten.
so mal sehen. Was gibt's denn hier? Ach, ihr leuchtet mir, das finde ich aber toll. Oh ja, das sieht mir doch nach einem perfekten Leuchtpistole aus. Oh, du hast, da hat es einer überlebt und ausweichen, ausweichen, ausweichen. Zack. Komm. 3 und 4. So, dann laden wir hier mal. Ah, ist schon nachgeladen. Okay. Da haben wir sie wieder. Na los, kommt her. Keine Angst vor euch. Ihr bekommt nämlich die Leuchtpistole mitten in der Fresse. So sehr viel Schaden, habe ich schon gemerkt, ne? So, wir steigen mal wieder auf die Pumpgun. Oh, das sind jetzt lauter von diesen starken Typen, gegen die wir die ganze Zeit schon gekämpft haben. Das ist immer nur einzeln. Es waren jetzt 2 Leute mit diesen Sheriffsjacken, 2 Holzfälle und einer von diesen Flinken, soweit ich gesehen habe. Wir laden hier direkt mal nach, falls wir sie irgendwann brauchen. Aber den Schuss heben wir uns jetzt mal natürlich noch auf und wir gehen auf die Pumpgun. Was, was, was? Die Würde sind zurück! Hey, wir können nicht hier bleiben! Rein da! Rufen Sie uns, wenn Sie den Pumpgun haben! Alles klar. Und da ist Licht. Ab zur Laterne. Ach, jetzt werden wir wieder angeschlossen. Das ist aber überhaupt nicht nett. Ich mache ja mal eben den ersten Part zu Ende. Bis gleich.